So, oder? Okay, Leitern, dann nehmen wir aber auch mit sicherheitshalber in den Untergrund. Dann können wir uns auch noch ein bisschen mehr Schinken machen, würde ich sagen. Denn wenn ich hungrig bin in der Mine, dann habe ich schlechte Laune. Und das wollen wir doch nicht. So schnell. Das war ja nicht schnell. Wunderbar. Dann überlege ich noch, ob wir uns noch mehr Pfeile machen, weil das könnte doch durchaus sinnvoll sein. Ich sehe es schon kommen, ich verdrödel die ganze Folge wegen dem Blumen. Pfeilen. So war das nicht geplant. Wo ist das blöde Feuerstein? Oh, ich sehe schon, komm, 10% können sehr wenig Dropchance sein. Schade. Na dann, gebe ich auf. Bauen wir uns später Pfeile. Dann müssen wir mit dem auskommen, das wir haben. Gut. Dann wird es eh schon wieder dunkel, oder? So wie ich das sehe. Da kann es nicht dunkel werden, was bilde ich mir denn ein? Chicken McNuggets. Wir werden sehen. Ansonsten habe ich hier nichts mehr drin. Ich glaube, ich nehme auch noch Steine mit, weil ich es... Ich glaube, ich werde mir gleich am Eingang eine kleine Hütte bauen, in der ich mich selber schützen kann. Und dann baue ich mir noch ein Bett, damit ich auch gleich in der Hütte schlafen kann, wenn ich das möchte. Genau. Hey, wie steuerst du denn? Nicht so, wie ich will. Also, wer Augen im Kopf hat, ist klar im Vorteil. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Schon auf meinem Betty. Gut, okay. Dann würde ich jetzt gerne in die Nacht überspringen, damit ich da in voller Sicherheit gehen kann. Schau mal raus unten. Vielleicht können wir noch ein paar Creeper Hallo sagen. Ja.
Da hat sich ein Schaf geopfert für uns, dass wir Wolle bekommen. Das ist aber lieb. Ja, das sieht ja schon nach was aus. Ich denke mal, das wird sich schon noch entwickeln, das Häuschen. Je weiter wir es ausbauen. Gleich zwei. Ah, es kann fliehen. Hier ist auch eine Höhle. Voll das Kreuz. Und ein Kakao. Ein Kackschaf. Aber ich denke mal, es wird dieselbe Höhle sein. Sieht ja auch irgendwie doof aus, wenn das Holz da so rausragt. Oh yeah, come on. Scheiße, 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 scheiße. Das war mal unachtsam, hä? Also ich würde sagen, hier schlagen wir gleich mal unsere Basis auf. Eine Tür hätte ich noch machen können. Ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen habe. Eine Tür. Dann schlagen wir einfach gleich mal den Baum da kaputt. So viel Holz haben wir gar nicht mehr dabei. Schlag mal diesen Baum da. Welchen Namen sollen wir denn der Mine geben? Straight from hell. Ich will das auch nicht zu hoch machen, weil es soll ja noch ein bisschen schön sein. Haben wir Dreck dabei, aber nicht zu viel Dreck. Nicht so viel, wie ich gern hätte. Jetzt muss es schnell gehen. Tür, 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 Tür. Ich will eine Tür, 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 Tür. Ach. Ich will aber auch eine schöne Tür. Ganz schön anspruchsvoll, hä? Also hier ist jetzt alles dicht. Ja. Hier sind wir auf jeden Fall schon sicher. Und eine Schaufel hätte ich auch machen können. Wir machen jetzt auch noch einen Stein. Hühnchen. Das will uns nur ablenken. Wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit so ein Werwolf-Chicken. Das tut zwar gackern, verwandelt sich aber dann in einen Zombie, wenn vollmond ist.
Und dann macht er so. Meistens haben wir hier Zombie in Minecraft. Ich meine, meistens haben wir Vollmond in Minecraft. Also, wenn ich hier ein Bett herstelle, hier ein Bett hin, ich brauche nicht viel, wisst ihr, ich bin ja da bescheiden. Aber will ich eins größer haben? Ich glaube, ich will es eins größer haben. Ja, doch, das kann ich mir leisten. Gut, dann stellen wir schon mal das Bett hier auf. Jeder Ballast, den wir weniger haben, ist gut. Was werden wir hier noch haben? Wir werden sicherlich noch Kisten haben, aber dann bauen wir auch diese Bude dann später aus. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal eine Art Expeditionslager. Mit 17 Steinen kommen wir auch nicht recht weit. Aber die verbauen wir auf jeden Fall noch. Oh nein. Jetzt wollte ich schnell bauen, damit mir auch kein Zombie auf den Kopf fällt. Den setze ich nicht neu hin. Okay, das kann man ja auch schon zu Genüge. Jetzt ist nur die Frage, ob wir hier oben Glas reinsetzen. Es wäre ja schon schick, wenn wir uns das Ganze hier zumindest die Sonne ansehen könnten. Schlafen wir erstmal. Sicherheitshalber nehmen wir das Schwert in die Hand, denn wir hatten ja schon das Vergnügen mit diversen Zombies. Glas hier rein. Wie sieht es denn schön aus? Sollen wir es schon so lassen? Es wäre zumindest sehr zentral. Ja, so lassen wir es. Gut. Da mein Creeper. Die Dumpfbacke. Ja, dann würde ich sagen, was war denn das für ein Geräusch? Muss man nicht verstehen, was das für ein Geräusch war, oder? Ein Hund? Ein Hund? Ich habe einen Hund gehört, den holen wir uns. Gleich mehrere Hunde. Jetzt müssen wir eine Creeper hier töten. Dieser blöde Creeper. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Na, setz dich hin. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ja, fein, komm, komm. Fein. Ja, magst mich nicht. Ach komm. Jetzt sind die Knochen weg, oder? Ja, claro.